Hallo meine lieben Pokémon-Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Was geht ab, Leute? Ich möchte heute mit euch darüber reden, ob Pokémon Unite wirklich Pay-to-Win ist. Denn ich erkläre es einfach mal ganz kurz. Ich bekomme die Frage ca. 432.385 Mal in meinem Chat gestellt und ich habe ein Google Pixel Phone, bei dem ist es so, wenn ich am Anfang nach links swipe in meinem Home-Menü, dann habe ich dort mein Nachrichtenfenster und ich lese sehr häufig die Nachrichten. Die sind so ein bisschen auf meine Cookies und so weiter angepasst, je nachdem, was ich halt so verfolge. Und da habe ich legit gestern 5 Beiträge von irgendwelchen Online-Magazinen gesehen, die darüber geredet haben, ist Pokémon Unite Pay to Win? Und ich glaube, dass ich mir da ein sehr, sehr gutes Bild draus machen kann, denn ich glaube, dass ich einer der wenigen bin, die sich so mit am meisten mit diesem Game beschäftigt hat. Und erstmal, um die Frage pauschal zu beantworten, nein, Pokémon Unite ist nicht Pay to Win, denn wir können mal ganz kurz hier in den Shop gehen. Wir können ja mal ganz kurz schauen, was wir uns alles für Geld kaufen können. Als allererstes, wir gehen in den ersten Shop rein. Wir können uns Charaktere mit Geld kaufen. Okay, sehe ich irgendwo, ist ein bisschen unfair, weil Leute sich theoretisch gesehen das ganze Roster kaufen könnten. Schauen können, welcher Charakter denen am besten liegt oder sich direkt einen guten Charakter holen, mehrere gute Charaktere holen können und dann direkt so ein bisschen ausprobieren und so. Ist auf jeden Fall ein kleiner Vorteil. Ist aber nichts Pay-to-Win. Ich muss dazu sagen, ich habe auch schon Geld ausgegeben. Ja, ich habe circa um die 100 Euro jetzt ausgegeben, was hauptsächlich für den Battle Pass war. Und das sind hauptsächlich Kosmetik, aber dazu kommen wir gleich noch. Also auf jeden Fall, man kann sich Charaktere kaufen für echt Geld. Ist das Einzige, was ein bisschen doof ist, die Eos Coins. Die sind, also die das Geld oben, womit man sich Charaktere kaufen kann, gibt es ein Weekly Cap. Das ist ein bisschen nervig. Das heißt, es ist leider nicht so, dass ihr spielen könnt. Und dann könnt ihr sich euch alles kaufen. Natürlich. Die Spielentwickler wollen auch Geld verdienen. Ist ein bisschen ein doofer Weg, aber mache ich jetzt nicht so Auge. Trotzdem pauschal hier gesagt, es ist nicht Pay to Win, sich die Charaktere kaufen zu können. For real nicht. Besonders alleine die fünf Anfängercharaktere in Form von Relaxo, Glurak, Pikachu, Kotomi und Fiaro sind teilweise schon sehr, 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 sehr gut. Also wirklich, Pikachu ist ein Meta-Charakter auf jeden Fall. Nicht extrem Meta, aber ist ein Meta-Charakter. Relaxo ist auch nicht extrem Meta, aber auch ein Meta-Charakter. Es gibt schon so eine gewisse Meta, aber Pikachu und Relaxo passen dort super gut rein. Sowohl ein offensiver als auch ein defensiver Charakter. Man kriegt Lamus geschenkt, glaube ich. Ne? Man kriegt Lamus und Bisaflor geschenkt. Bisaflor ist kacke. Lamus auch Meta-Charakter, absoluter Meta-Charakter. Dann kann man sich noch einen Charakter kaufen. Also ihr wisst, worauf ich hinaus will. Man kriegt echt gute Charaktere geschenkt, die auf jeden Fall auch absolut in die Meta reinpassen. Dementsprechend, was Charaktere angeht, schon mal nicht Pay-to-Win. Dann kommen wir als nächstes in den Eos Emporium Shop. Der ist sehr interessant, denn wir haben dort einmal Fashion-Sachen, die man für echt Geld kaufen kann. Ja, absolut nicht jucken. Wir können Sachen mit Fashion-Tickets kaufen, das kommt über das Roulette. Beim Roulette kann man auch Geld ausgeben, aber das bringt auch nur Cosmetics. Und wir haben die Items. Die Items sind wahrscheinlich so das, wo sich die meisten Leute drum streiten, dass das Pay-to-Win ist. Ich erkläre es euch mal ganz kurz, okay? Damit ihr versteht, es ist jetzt ein harsches Beispiel, ich weiß. Okay, folgendes Szenario. Der gute Trimax. Sorry, dass ich jetzt Trimax hier als Beispiel nehme. Trimax und seine Kollegen, beziehungsweise Trimax auf jeden Fall, das weiß ich ja, alle seine Items auf 30 Level. Das ist Max Level, der hat die besten 3 Items auf seinem Charakter und hat sie auf Level 30 gelevelt. Trimax befindet sich aktuell, hat maybe schon mehr Ranked Games als ich gezockt und befindet sich aktuell im Expert Rank. Wenn nicht alles, also höchstens Veteran, aber auf jeden Fall ist er nicht höher. Ich habe meine Items auf 20, 20 und 19, auch erst seit gestern. Und ich befinde mich aktuell im Ultra-Rank. Also ich bin in der zweithöchsten Klasse eingerankt, ohne komplett vom Geld her weiter zu sein als jemand anders. Natürlich gibt es euch Vorteile. Natürlich gibt es euch Vorteile, wenn ihr eure Items schneller levelt. Aber Pay-to-Win bedeutet, dass ihr euch das Beste holt und dann gewinnt ihr halt alles. Also das Game besteht circa aus sagen wir mal 10-15% Items, okay? Also nur deswegen gewinnt ihr keine Games. Ihr müsst immer noch gut spielen können. Bei Handyspielen, die Pay-to-Win sind, dort kauft ihr euch einfach den geilsten Shit und dann verliert ihr auch nicht mehr, okay? Aber hier müsst ihr teilweise auch noch wirklich heftigen Skill beweisen, um wirklich was reißen zu können. Das heißt, hier auch kann man sagen, nein, es ist nicht Pay-to-Win. Dann kommen wir zum Zirkeltrading. Was kann man denn beim Zirkeltrading machen? Ah, sich Skins kaufen, die auf jeden Fall nicht Pay-to-Win sind, weil durch den Skin werdet ihr nicht besser, obviously. Was kann man sich sonst noch für Echtgeld kaufen? Noch im Roulette kann man sich noch Sachen für Echtgeld kaufen, also die Tanks, was ich auch gemacht habe, weil ich den Fiaro-Skin haben möchte.
Und ich kriege dort auch ein bisschen Item Enhancer und so weiter. Aber die Items haben wir ja schon abgehakt. Die sind nicht Pay to Win. Dann, ich habe mir den Battle Pass gekauft. Ich habe mir den voll gekauft. Ich habe dort auch ebenfalls Item Enhancer bekommen. Das war das Beste, was ich dort bekommen habe. Aber ich habe das hauptsächlich nur wegen dem Lieberlos-Skin gemacht. Und wir können uns meine Items anschauen. Meine Items sind sehr gut gelevelt. Keine Frage. Keine Frage. Ich bin auf jeden Fall wahrscheinlich schon sehr viel weiter als der ein oder andere. Trotzdem bin ich wahrscheinlich auch vom Rank her, also ich habe hier, ich glaube, 5, 6, 6 Items auf 20, fast 7 Items auf 20, paar auf 10 und hier unten noch so 2, 2, 1, 1. Also ich bin auf jeden Fall schon deutlicher als andere. Aber es gibt auch sehr viele Leute, die ihre Items schon auf 30 maximiert haben und trotzdem vom Rank her schlechter sind als ich. Und es gibt wahrscheinlich auch andere Leute. Mein ganzer Squad, okay? Abgesehen jetzt von einem. Wir sehen raus, Markus. Mein ganzes Squad, die spielen alle Free-to-Play. Und wir sind zusammen in Ultra-Rank gekommen. Also, die haben ihre Items auf 10, 10, 15 oder so. Und das juckt einfach gar nicht. Wir rasieren da trotzdem durch. Also, das Spiel ist nicht Pay-to-Win. Hört auf zu sagen, dass das Spiel Pay-to-Win ist. Dementsprechend, das wollte ich unbedingt geklärt haben. Das Spiel ist nicht Pay-to-Win. Beschwert euch nicht darüber, dass es taktisch gesehen falsch. Ja, das wollte ich auf jeden Fall dazu sagen. Morgen werde ich ja nochmal ein Video über Zapdos machen. Auch ziemlicher Hot Take, was aktuell so über Zapdos und so weiter abgeht. Deswegen lasst auf jeden Fall ein Abo da, damit ihr das nicht verpasst. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Es ist ein Pay-to-Progress. Natürlich, trotzdem werdet ihr auch irgendwann alle die Items voll haben. Und die Items sind nicht der Game-Changer, dass ihr am Ende des Games gewinnt. Damals in League of Legends konnte man sich auch Runen für Echtgeld kaufen. Und du musstest sehr hart reingrinden, um die Runen zu bekommen. Da ging es ein bisschen einfacher, weil es gab keine Cap. Trotzdem musstest du sehr, sehr, sehr viel spielen, damit du die perfekten Runen bekommst. Und die Leute, die Runen hatten, oder da war es sogar so, dass wenn du auf Level 30 warst, also Max Level damals in League of Legends war Level 30, und wenn du Level 30 warst, warst du besser als ein Level 1 Spieler, was hier sogar nicht mehr der Fall ist, okay? Und niemand würde sagen, League of Legends ist fucking pay to win. Niemand würde das sagen, jemals. Weil dort waren die Runen, ihr habt bessere Runen bekommen, umso höher ihr gelevelt habt. Und hier, ich bin jetzt Level 23, ich krieg dort natürlich auch Sachen, die meine Items verstärken. Und ich krieg hier aber die ganzen hier, Hyperheiler und Gold Boost und so weiter, die sind die alle kacke. Und ab jetzt kommen nur noch, also es kommt nichts mehr Spielentscheidendes. So, man hat halt Summoner Spells quasi am Anfang bekommen. Aber die hat man in League of Legends auch bekommen, also das ist auch kein Argument. Deswegen, das Spiel ist auf keinen Fall Pay to Win. Morgen werde ich ein Video über Zapdos machen, ob Zapdos wirklich absolut broken ist. Schreibt mir, wie gesagt, sehr gerne eure Meinung in die Kommentare, ob ihr findet, dass das Game Pay to Win ist. Würde mich interessieren, weil eigentlich habe ich euch gerade bewiesen, dass es nicht so ist. Okay, ich habe es euch faktisch gesehen bewiesen. Deswegen, ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Wenn ihr hast auf jeden Fall gerne eine positive Wertung da. Schreibt mir, wie gesagt, gerne eure Meinung in die Kommentare. Und schreibt mir natürlich sehr gerne in die Kommentare, ob ihr schon Geld in das Spiel gesteckt habt. Und wenn ja, wofür habt ihr es ausgegeben? Habt ihr euch die Items verbessert? Habt ihr euch den Battle Pass gekauft? Habt ihr euch Skins gekauft? Findet ihr die Leute, die Geld ausgegeben haben, dass ihr plötzlich auf einmal bessere Menschen seid? Ich denke nicht. Alright, Leute. Ansonsten würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut, Leute, und ciao, ciao.